setzen. So, ich hole euch jetzt die PowerPoint herauf. So, herzlich willkommen noch einmal, meine lieben Freunde. Wir machen heute ein Thema wieder, wie im Zusammenhang mit unserer Darmgesundheit. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Maria Rückert-Hammer. Ich betreibe seit 16 Jahren meine Darmpraxis hier in Herzogenburg. Ich mache Nährstoffberatung, Reinigungsprogramme und Milieuanalyse. Und anhand dieser Auswertungen, die ich mache, stellen sich dann auch meine Programme zusammen, beziehungsweise aus diesen Erkenntnissen, die wir hier haben, schulen wir unsere Leute, die mit uns zusammenarbeiten, damit sie wissen, welche Nährstoffe wann gut passen. So, die Verdauung verschlackt oder verschlackt nicht, je nachdem, wie gut sie funktioniert. Die schlechte Verdauung ist immer die Wurzel von allen Übels. Das ist schon ein alter Spruch, den Hippokrates geprägt hat. Unsere Verdauung bildet im gesunden System 7 Liter Verdauungssäfte an einem Tag. Und wenn diese Säfte fließen und in den Verdauungsapparat hineinfließen, wobei sie sich zusammensetzen aus ca. 1,5 Liter Speichel, ca. 2 Liter Magensaft, ca. 3 Liter Dünndarmwasser und in etwa 3/4 Liter Gallensaft und Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse, die hier in den 12-Fingerdarm hereinkommen. Wenn alle Säfte gut fließen, wenn alles entspannt ist und die Säfte da sind, sind auch mit den Säften mit die Verdauungsenzyme da. Und dann können wir das Essen spalten, zerlegen, den Darmbakterien zur Verfügung stellen, die spalten spalten noch einmal auf und zerlegen alles in kleinste Bestandteile, denn die Darmbakterien essen das Essen und scheiden nachher aus. Und die Ausscheidung durch die Darmbakterien durch sind dann die Nährstoffe, die wir über die Darmschleimhaut aufnehmen. Und damit versorgen wir unseren gesamten Körper mit diesen Nährstoffen. Wenn wir hier aber Probleme haben mit den Verdauungssäften, weil wir zu stark unter Stress stehen, weil wir durch Stress blockieren. Wir blockieren nicht nur die Säfte von der Verdauung, sondern wir blockieren auch die Ausscheidung durch die Niere. Das bedeutet, wir verdauen schlechter und verschlacken mehr. Wir haben mehr Gärung und Fäulnis. Und die Schlackenstoffe, die dann in das System reinkommen, gehen auch wesentlich schlechter wieder raus, weil die Niere diese Schlackenstoffe nicht gut ausleiten kann, wenn wir unter Stress stehen. Stress blockiert die Ausleitung von Abfallstoffen durch die Niere. Also je mehr wir unsere Darmflora verändern, weil wir Stress haben oder weil wir Umweltgifte in unseren Körper reinbringen, desto mehr verschieben wir das Milieu im Bauch. Und diese Milieuverschiebung verursacht Schlackenstoffe, Schleim, Abfallstoffe, Halbverdautes. Gärung und Fäulnis im Darm entsteht immer, wenn wir nicht gut aufspalten und gut verdauen können. Eiweiß fault, Zucker gärt, deshalb entsteht Gärsäure und deshalb entsteht Ammoniak. Und diese Stoffe wie Ammoniak, die gehen durch die Zellmembranen durch, durch die Schleimhaut des Darms durch. Und dieses Ammoniak nimmt viel Müll auch noch mit in das System rein. Und so verschlacken und belasten wir unser System. Alles, was wir in Müll reinbringen, Schleim und Schlackenstoffe, lagern sich dann an den Darmwänden ab, verhindern die Aufnahme der Nährstoffe und gelangen schlussendlich auch ins System rein und verstopfen die kapillaren Gefäße. Das Bindegewebe und die Faszien werden genauso verschlackt und das spüren wir dann an unseren Problemen und Krankheiten, die wir haben. So, und jetzt schauen wir uns das an. Ich möchte euch das jetzt zeigen. Das ist unser Dickdarm. Unser Dickdarm hat Reflexzonen, die den Organen zugeordnet sind. Hier am Beginn, wenn wir hier starten, das ist der Blinddarm. Das ist der Übergang von Dünndarm oder Krummdarm hier, der mündet in den Dickdarm. Hier haben wir den Blinddarm, der sehr viele Enzyme produziert, damit wir besser verdauen können. Und dann geht es hier weiter rauf. Jetzt haben wir hier Reflexzonenpunkte, die den Körper zugeordnet sind. Schaut mal, hier haben wir Augen und Ohren, die Zähne, die Thymusdrüse, die Schilddrüse, den Atlas, also den Wirbel da hinten, wo der Kopf draufsteht, Halswirbelsäule, Lebergalle,
Herz hier am untersten Punkt vom querliegenden Dickdarm, die Bronchien, den Magen, die Brustwirbelsäule, die Milz, dann beim absteigenden Ast hier die Blase, die Niere, die Nebenniere ist ja auch ungefähr in der Höhe, Lendenwirbelsäule, Gebärmutter, Prostata und dann raus Knie und Beine. So, und jetzt wird euch vielleicht klar, wenn Leute eine Konsistenz, eine Stuhlkonsistenz haben, die nicht optimal passt, dass diese Stuhlkonsistenz hier im Dickdarm anklebt und bicken bleibt und Ablagerungen verursacht. Und je nachdem, wo diese Ablagerung klebt oder bickt, dass das möglicherweise einen Zusammenhang hat mit einem anderen Organ. Denken wir mal an Blasenentzündung, ja? Hier ist ja der Stuhl noch dünn. Der Dünndarm hat eine dünnflüssige Konsistenz. So, dann mündet es in den Dickdarm und hier beginnt das Eindicken des Stuhls. Der wird immer dicker, weil wir das Wasser rausnehmen und das ganze Wasser in den Körper zurückbringen. Und da beim Absteigenden, da wird es immer dicker, denn da sollte ja hinten die Wurst rauskommen. Und hier dickt er ein. Und wenn er aber sehr klebrig ist, bleibt er hier in diesen Kurven, die da drin sind, oft bicken. Und hier in diesem Enddarm haben wir auch die meisten Entgleisungen oder Tumore, die entstehen häufig hier im Endstück. Denn hier haben wir die höchsten Schadstoffbelastungen, am meisten eingedickten Kot. Und deshalb tauchen auch hier die größten Probleme auf. Hier im untersten Stück, im sogenannten Sigmoid. Ja? So, und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist uns vielleicht auch klar, dass es wichtig ist, dass das Milieu im Darm stimmig ist und dass es passt. Je gesünder das Darmmilieu, je besser, dass der Darm sich entleeren kann, je besser, dass es durchgeht, desto gesünder ist es für alle anderen Organe. So, und jetzt zeige ich euch noch etwas. Dann hat mir die Masseurin, die Andrea, die ja in der Weststeiermark lebt und Masseurin ist, hat sie mir auch diese Folie noch geschickt. Hier haben wir die Organe zugeordnet, den einzelnen Wirbeln. T6 bis T9 bedeutet Thorax, also Brustkorb 6. Wirbel bis 9. Wirbel, das ist der Leber zugeordnet. Magen T6 bis T9, also der Magen mit seinen Verdauungssäften, auch in der Höhe zugeordnet. Thorax 6 bis Thorax 9. Das bedeutet, wenn wir hier am Rücken Probleme haben mit den Bandscheiben, dass wir hier oder hier eine Blockade haben oder hier Emotionen haben, die zumachen, wenn der Magen zumacht und der Magen blockiert, weil uns emotional etwas im Magen liegt, blockieren wir auch gleichzeitig da hinten die Bandscheibe D6 bis D9. Dann gehen wir weiter hier herunter in den 12-Fingerdarm. Hier haben wir D8 bis D12, also Thorax 8 bis Thorax 12. Das bedeutet, ist der 12-Fingerdarm beleidigt, habe ich in der Höhe der Wirbelsäule von Brustkorb 8 bis Brustkorb 12 möglicherweise auch Beschwerden. Auch hier runter der Dünndarm, Thorax 8 bis Thorax 12 zugeordnet. Der ganze Dünndarm ist Thorax 8 bis Thorax 12 zugeordnet. Und dann gehen wir in den Dickdarm rein. Da haben wir noch einmal Thorax 8. So, dann haben wir Thorax 10, das ist der querliegende. Und der absteigende ist Thorax 12. Und dann haben wir L2, Lumbal 2, also zweiter Lendenwirbel von hier weg. Egal welche Wirbelkörper bei euch Probleme machen, welche Bandscheibenprobleme machen, die Probleme der Bandscheibe wirken auf die Organe. Und die Probleme der Organe wirken auf die Bandscheibe. Es geht immer es geht immer beidseits. Es geht immer in zwei Richtungen. Also das, was wir tun können, ist, gut auf unsere Organe zu schauen, gut auf unsere Wirbelsäule zu schauen. Wir haben für beides Reinigungsprogramme, Nährstoffprogramme. Es gibt immer Nährstoffe. Es gibt Nährstoffe für die Bandscheiben, es gibt Nährstoffe für die bessere Verdauung, es gibt Nährstoffe für die bessere Schadstoffausleitung, es gibt alles. Wir müssen nur verstehen, wie es zusammenhängt.
So, jetzt schauen wir uns das nächste an. Jetzt Ablagerungen und Arteriosklerose. Wenn wir im Darm verschlacken, verschlacken wir alles, auch unsere Gefäße. Und die Gefäße können Ablagerungen entwickeln. So sollte ein gesundes Gefäß ausschauen. Und oft ist es aber verkalkt. Beim 75-Jährigen hier ist es schon ganz zu, da ist nur mehr ganz wenig offen. Im kranken Zustand, im gesunden Zustand ist ein 75-Jähriger jemand, der etwas verkalkt ist im Schnitt. Der 50-Jährige ist ganz wenig verkalkt, aber es gibt schon 50-Jährige, die auch ganz stark verkalkt sind, sodass sie bereits einen Stent brauchen. Das ist nur ein Fallbeispiel, wie es ausschauen könnte. Das Bild habe ich aus einem Geo-Heft von der Zeitschrift Geo. So, und dann schauen wir uns das an. Es gibt eine Gefäßreinigung in 24 Tagen. Der Dr. Dean Ornish, das ist ein Mediziner aus USA, aus Kalifornien, der hat einen Artikel geschrieben, den findest du auch, wenn du ihn googelst. Er ist ein Herzspezialist und Wissenschaftler und er hat einen Artikel geschrieben, welche 5 Punkte notwendig sind, damit man verstopfte Herzkranzgefäße wieder öffnen kann, ohne dass man operiert und ohne dass man Medikamente gibt. Wie macht man das? Und er hat 5 Punkte herausentwickelt. Also das Problem für Angina pectoris, für Herzinfarkt, ist immer das, dass die Gefäße verkalken und sich verschließen. Es gibt auch krampfartiges Zusammenziehen der Gefäße. Es gibt auch Thrombosen, warum sie verschließen können. Und es gibt Emotionen. Emotionen, die das Herz verhärten, sind auch daran beteiligt, wenn jemand Angina pectoris Probleme hat oder auch Herzkranzgefäßdurchblutungsstörungen hat. 5 Stufen, wie geht's? Wie kommt jemand raus? Das Erste, was er schreibt, ist pflanzliche Ernährung, vollwertige Ernährung, Fett reduzieren. Ich möchte euch dazu sagen, dass er beim Hühnerei eingeteilt hat. Das Hühnerei hat Eiweiß und das Hühnerei hat Fett. Das Eiweiß ist das weiße Eiklar und das Fett ist der gelbe Dotter. Und er empfiehlt, nicht mehr als einen Dotter am Tag zu essen oder vielleicht sogar in der Woche nicht mehr wie ein Dotter. Ansonsten sollte man Eiklar verwenden, seine Ernährungsempfehlung. Ich bin noch ein bisschen strenger. Wenn es jemand so schlecht geht, empfehle ich ihm gar kein Hühnerei zu essen, auch kein Fleisch zu essen. Also er sagt das auch, kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier. Dann geht es weiter, täglich 30 Minuten Herz-Kreislauf-Training, also so flott spazieren gehen oder leicht laufen. Absolutes Rauchverbot. 4. Punkt, Stress bewältigen. Stress verursacht einfach Verschlackung im System. Sobald ich Stress habe, kann ich nicht verdauen. Und sobald die Verdauung schwach ist, habe ich halb verdautes Essen. Und halb verdautes Essen macht immer Gärung, Fäulnis, Verschlackung, Übersäuerung. So, und der 5. Punkt, wir müssen das Herz öffnen auf seelischer und spiritueller Weise. Das bedeutet Herzensbegegnungen, Herzenskommunikation. Die Kommunikation aus dem Herzen herausführen, Menschen begegnen, die man liebt, wo man sich öffnen kann. Das ist alles ein zusätzlicher wichtiger Punkt, um das Thema Herz-Kranzgefäße, Angina pectoris gut zu begleiten. Und er sagt, wenn man sich von der Ernährung her hält und diese Punkte einhält, kann man in 24 Tagen die Gefäße, die bereits fast verschlossen sind, wieder öffnen, ohne Operation und ohne Medikamente. Was für mich spannend ist, das bezieht sich nicht nur auf die Gefäßreinigung. Diese Ernährungsform, dieser Lebensstil ist etwas, das für alle Bereiche passt. Meine Darmsanierungskonzepte beruhen auf das Gleiche. Wir brauchen pflanzliche, vollwertige Ernährung mit wenig Fett. Das Fett ist deshalb wichtig zu reduzieren, weil wenn die Leber ja die Galle produziert und wir essen sehr fettreich, muss die Leber ständig Gallensaft herstellen und Galle in den Zwölffingerdarm abgeben. Dann hat die Leber aber keine Kapazitäten mehr, das Blut zu reinigen. Wenn wir von der Leber haben wollen, dass sie das Blut reinigt, dass sie die Lymphe reinigt, dass sie fett wird, dass die Leber wieder stärker wird, um ihre Aufgabe der Blutreinigung gut zu erfüllen und gut zu machen, dann dürfen wir sie nicht mit so viel Arbeit beschäftigen. Dann geben wir der Leber sozusagen Urlaub und
ersparen wir der Leber diese große Aufgabe mit der Fettverdauung. Deshalb sehr wenig Fett, nur einmal am Tag ein bisschen, zum Mittag ein bisschen gutes Öl. Ansonsten Frühstück und Abendessen das Fett komplett weglassen, damit die alten Ablagerungen, Fettablagerungen, Cholesterinablagerungen endlich verstoffwechselt werden und abgebaut werden. Das ist das Prinzip der Gefäßreinigung. So, und jetzt schauen wir auf unseren Darm. Der Darm braucht die gleiche Reinigung. Beim Darm machen wir einen Darmfloraaufbau, damit wir gesunde Darmbakterien in den Darm reinbringen. Und gleichzeitig, damit die gesunden Darmbakterien anwachsen, brauchen wir Präbiotika. Präbiotika sind Futtermittel für die Darmbakterien, damit die gut wachsen können. Prä- und Probiotika zusammen ergeben eine gute Darmflora. Weiters ist es günstig, den Darm so gut mit einer Schonkost zu versorgen, dass eben keine große Aufgabe da ist, das ganze Essen zu verdauen. Je leicht verdaubarer, je geköchelter und sanfter das Essen ist, denkt man an eine Kleinkinderernährung. Wir würden einem kleinen Kind auch kein Schnitzel aufschneiden, sondern ein Kleinkind, das eine Tendenz zu Bauchweh hat, kochen wir Brei, Suppe, Soßerl, Auflauf, leicht verdaubar, bekömmlich und warm. Also Obst, Gemüse, Hirse, Buchweizen, Quinoa, Kartoffeln, Reis geht, Haferflocke geköchelt. Auch die pflanzlichen Eiweißshakes sind eine sehr gute Möglichkeit für diese Schonkosternährung. Das ist mein Programm, das ich empfehle, wenn ich Nährstoffe gebe, um zu regulieren und um den Körper zu stärken, dann ist das das Basisernährungsprogramm. Natürlich darf man davon ein bisschen abweichen, sodass auch der Gusto gestillt wird zu dem, was man gerade Gusto hat. Aber zu 90% sollte man schauen, dass man in dieser Ernährungsform drinnen ist. Auch Samen wie Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen sind sehr gut ölhältig, haben hochwertige Öle drin, dienen auch sehr gut als Ballaststoffe. Und Samen empfehle ich immer zu mahlen, also wenn jemand schwach im Darm ist, mahlen. Oder zuerst rösten und dann mahlen, kommt drauf an. Ja. Die Samen kann man mahlen, einweichen und dann mitkochen, wenn man beispielsweise ein Frühstücksmüsli macht, gekochte Haferflocken, Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, kann man am Abend schon mixen mit einem Smoothie-Mixer oder mit einer Mühle und dann in die Haferflocken dazugeben, mit Wasser ansetzen und am nächsten Tag in der Früh aufkochen und verköcheln. Da kann man Obst dazugeben, dann haben wir ein sehr gutes, reichhaltiges, ballaststoffreiches Frühstück. Das Essen sollte, wenn man den Darm reinigt, immer wärmend, stärkend sein und leicht verdaulich. Nach dem Essen sollte man sich gut fühlen und nicht müde. Sobald ihr euch nach dem Essen müde fühlt, war das Essen für euren Verdauungssystem, für euren Verdauungsapparat zu schwer verdaubar. Nach dem Essen sollte man sich fit fühlen. So, und jetzt ist nur die Frage, wann startest du dein Programm und welches Programm möchtest du starten? Und wenn du eine Beratung brauchst, dann melde dich bei der Person, die dir das Video von heute geschickt hat. So, ich bedanke mich bei euch. Ihr könnt noch da bleiben, wir bleiben noch im Gespräch. Und die Aufnahme stoppen wir jetzt einmal. So, okay. Aufzeichnung.